So, ahoi meine Lieben, Sitcast hier, herzlich willkommen zur nächsten Folge Day of the Tentacle Remastered. Nur noch mal zur Erinnerung, so sah es damals aus. So, wir konnten ja gerade da die komische Scherzpistole erbeuten. Und wir haben ja schon hier einen Kollegen getroffen, der eine Scherzpistole hat. Ne, die ist hier ein Zigarrenanzünder. Und jetzt versuchen wir, die mal auszutauschen. Der Typ sieht aus wie Benjamin Franklin. Ach ja, stimmt. Mhm. Ich sehe überhaupt nichts. Du, also er da. Nichts für ungut. Dem hat man bloß eine andere Frisur verpasst. So, jetzt haben wir das Ding hier ausgetauscht. Ja, die haben jetzt den Anzünder, dann können wir noch mit ihm nochmal reden. Hallo. Was kann ich für dich tun, mein Sohn? Wissen Sie schon, dass Sie aussehen wie Dante Alighieri? Das ist komisch. Meine Frau sagt, ich sehe aus wie König Charles I. Noch eine Zigarre? Okay, aber zünden Sie sie dieses Mal nicht an. Würde ich so etwas jemals tun? Ja. Ich verstehe das nicht. Genau, und dann kommt der Blick dabei. Verzieh dich. Oh, jetzt ist er sauer. Weil wir jetzt einen Witz mit ihm gemacht haben. So, wir haben jetzt eine explodierende Zigarre und wir haben einen Zigarrenanzünder. Wofür wir den brauchen, werden wir später noch sehen. Und dann würde ich sagen, schalten wir wieder um auf Hoagie und gehen mal weiter hier das Haus erkunden. So, das war ja damals schon ein Hotel. Hier geht's. Gehen wir erstmal da gucken. Okay, bevor wir mit denen reden, gehen wir erstmal hier drüben hin. So, hier haben wir nämlich, hier gibt's einmal Spaghetti. Manchmal esse ich sie roh. Okay, dann nimm mit. Dann gibt's hier Öl. Salatöl. Nehmen wir mit. Dann gibt's hier eine Wasserpumpe. Echt geil. Schön. Ach so, ja, mit was? Na, wir haben leider noch nichts. Ich will nicht. Okay, dann gehen wir hier erstmal noch rein. Mehr gibt's hier nämlich nicht. So, hier durch die Tür. Zack. So, da haben wir hier einen Eimer. Leer. Den nehmen wir mit. Zack. Hier haben wir noch einen Schrank. Eine Bürste. Ich hoffe, das Ding wurde nicht in den Toiletten benutzt. Okay, nimm mit. So, mehr haben wir hier nicht. Wir haben aber gerade einen Eimer gefunden. Da können wir gleich mal gucken, ob wir den hier an der Pumpe benutzen können. Weil wofür brauchen wir sonst einen Eimer? Genau dafür. So. Und dann schau, was haben wir hier oben noch? Ein Rauchdetektor. Es ist ein kleiner Käfig mit einem Vogel drin über einem kleinen Hebel. Eigentlich hat man so eine Apparaturen früher unter Tage benutzt, ne? Weil Vögel wohl sehr empfindlich darauf reagieren, wenn der Sauerstoffgehalt in der Luft sehr gut gering wird. Und dann konnte man die quasi jetzt Indikator dafür nehmen, dass mit der Luft im Schacht irgendwas nicht passt. Hier haben wir eine Vorschlagbox. Der Gründungskongress lädt ein zu Kommentaren, Kritiken, Verbesserungen an der Verfassung. Okay. So, was haben wir denn hier? Da haben wir John Hancock. Muss einen schlechten Kreislauf haben. Der zittert ganz furchtbar. Jupp. Hallo? Was ist los? Kalt? Kalt? Ich friere. Warum macht ihr kein Feuer? Ich bitte Jefferson ständig um ein Feuer, aber er will nicht. Sagt, er braucht den Holzblock für die Nachwelt und will ihn nicht hergeben.
er gibt den Holzblock hungernden Kindern? Ich werde einfach nicht beachtet. Ich wette, wenn George, ich war einen Winter lang in Valley Forge, Washington, kalt wäre, bekämen wir ein Feuer. Was macht ihr Jungs hier? Wir schreiben eine Wir entwickeln eine Verfassung für die Vereinigten Staaten. Genau. Sag nicht entwickeln, sonst wird mir noch kälter. Flasche. Warum macht ihr kein Feuer? Ich bitte Jefferson ständig um ein Feuer, aber er will nicht. Sagt, er braucht den Holzblock für die Nachwelt und will ihn nicht hergeben. Du meinst, es ist eine Art Wachstumssymbol oder so etwas? Ich werde einfach nicht beachtet. Ich wette, wenn George, ich war einen Winter lang in Valley Forge, Washington, kalt wäre, bekämen wir ein Feuer. Okay, der Dialog, den können wir also mehrfach. Dann nehmen wir... Die solltet ihr Jungs nicht arbeiten, statt nur rumzusitzen? Blackout. Uns fällt nichts mehr ein. Deswegen haben wir da die Vorschlagbox hingestellt. Du hast nicht zufällig eine gute Idee, oder? Ja, was könnte man in die Verfassung schreiben? Gratis Butterbrote für Roadies. Keine Musik in Aufzügen. Wie wäre es mit dem Recht auf freie Meinungsäußerung? Das ist mir... Nee. Obwohl... Wie wäre es mit dem Recht auf freie Meinungsäußerung? Freie Meinungsäußerung? Nein, das würde nie klappen. Das würde nie klappen. Warum unterschreibst du so groß? Astigmatismus. Wirklich? Zeig mal deine Hände. Okay, die Wahrheit ist, dass mir mal ein Freund sagte, Frauen würden auf Männer mit großer Unterschrift stehen. Genau. Tolle Decke, Mann. Dankeschön. Die habe ich von meiner lieben farbblinden Tante Hetty. Ja. Ich muss gehen. Okay, also John Hancock ist kalt. So, dann gucken wir hier mal weiter. Wen haben wir hier noch Schönes? Thomas Jefferson, und das ist dieser Holzblock, den er nicht hergeben will. Es ist groß, es ist schwer, es ist Holz. Tut mir leid, den brauche ich noch. Es wird ein berühmter Holzblock werden. Hier hat er nämlich noch eine Zeitkapsel. Sieht aus wie ein Martini-Shaker. Fass das nicht an. Das gehört dem Staat. Okay, dann reden wir mal mit ihm. Hey, großer langer Mann. Mein Name ist Hoagie. Sehr interessant. Ich bin selbstverständlich Thomas Jefferson, berühmter Gelehrter, Musiker, Reiter, Student der Wissenschaften, Mitglied der Bar. Ach so. Oh, sicher. Ich habe von dir gehört. Was ist da drin, Tommy? Thomas, mein Name ist Thomas. Und dies, mein Freund, ist eine Zeitkapsel. Gefüllt mit Erinnerungen an unsere Zeit, um später entdeckt zu werden. Genau. Und, wie geht's der Zeitkapsel? Tut mir leid, es zuzugeben, aber außer meinem Holzblock haben wir nichts anderes. Okay, das ist nicht so viel. Hey, sag mal, ist das die Verfassung? Im Moment ist es nur eine Verfassung, leider. Wir hatten einen kleinen kreativen Blackout nach der Präambel. Deswegen haben wir da vorne die Vorschlagbox. Ja, genau. Könntest du bitte ein Feuer machen? Ich würde dir gerne helfen, junger Mann, aber es geht nicht. Das ist der einzige Holzblock und er ist für die Nachwelt. Wie kannst du Hancock so leiden lassen? Ein richtiger Mann wärmt sich an seinem Geist. Hör dir Georges Erfahrungen im Valley Forge an und lern daraus. Genau, ich war ein Winter lang im Valley Forge, George. Sagte ich schon, dass du da tolle Sachen trägst? Nun ja, ich studierte in Virginia Mode und Design mit dem Hauptfach Kragentheorie. Ich war Kapitän der Hochschul-Halstuchmannschaft. Nicht schlecht. Das ist wirklich imponierend, Tom. Thomas. Ich liebe deine Arbeit über die Unabhängigkeitserklärung. Ach, danke. Was hat dir am meisten gefallen? Ich mochte den Wir sind das Volk-Teil.
Das steht nicht in der Erklärung. Moment, das ist nicht schlecht. Das könnten wir brauchen. Bis später dann. Das ist nicht schlecht. Was? Was passiert später? Okay. So, also er zittert, er hat den einzigen Holzblock hier. Aber er macht, wahrscheinlich hat er hier sogar recht, dass wenn er sagt, es wird erst ein Feuer gemacht, wenn George Washington kalt ist. Und George Washington, den finden wir gleich noch, wenn wir hier noch ein bisschen weiter rüber gehen. Aber erst gucken wir uns hier die Feder, die goldene Feder an. Gestohlen vom Schreibtisch George Washingtons. Hey, Finger da weg. Aber da steht doch schon die Stohlen drauf, dann können wir sie doch mitnehmen. Hey, Finger da weg. Hm, schade. Dachte, ich könnte was schreiben. Sie scheinen noch nicht weit gekommen zu sein. Hat er ja gerade gesagt, sie sind nur noch bis zur Präambel. Sie können uns ansehen, aber nicht anfassen. Ja, ist ja gut. Okay, dann reden wir mal mit George Washington. Entschuldigung. Ja? Boah, du siehst aus wie George Washington. Laut Mrs. Washington sogar ziemlich. Mein Name ist Hogi. Wie das Butterbrot? Wie drollig. Ein Witz, der leider nur im Original gut funktioniert. Bist du nicht der Präsident oder sowas ähnliches? Ja, ich erwarte, zum Präsidenten gewählt zu werden. Ich habe sehr gute Verbindungen. Was meinst du, soll ich der Ökologie- oder der Bildungspräsident werden? So, und hier kommen immer wieder so eine Hinweise auf Kirschbäume, ne? Was ihm erstmal total blöd vorkommt. Ich glaube, Ökologie ist sehr wichtig. Ja, natürlich. Aber was wirklich zählt, ist, was sich besser anhört. Hast du wirklich Holzzähne? Ja, ich benutze künstliche Zähne. Ich finde sie besser als die ordinäre Emaille-Version. Super, womit putzt du sie denn? Ich benutze eine Zahnbürste, wie jeder andere auch. Und Holzpolitur natürlich. Schmeckt das nicht schrecklich? Nicht, wenn man sie vorher rausnimmt. Schön. Hast du keine Probleme mit Holzsplittern? Ich war im Krieg, Junge. Niemand, der den Donner der Musketen gehört hat, den Geruch von Schwefel nach einem Kanonenschuss gerochen und die Angst in den Herzen seiner Kameraden gespürt hat, würde sich von etwas so Kleinem wie einem... Oh, verdammt! Keine Angst vor Termiten? Kaum. Wo kann man die bekommen? Sie sind ziemlich teuer. Meine wurden für mich von meinem Freund Paul Revere gemacht. Ist er nicht nackt auf einem Pferd durch die Stadt geritten? Ich glaube, da verwechselst du etwas. Hm. Ist es kalt genug für dich? Kalt? Du kennst doch nicht mal die Bedeutung des Wortes. Ich war mal in Valley Forge. Das war kalt. Mhm. Meine Spucke gefror, bevor sie den Boden erreichte. Cool. Ziemlich. Entschuldigung. Okay. Ja? So, dann fragen wir mal nach dem Kirschbaum. Ist das wahr mit dir und dem Kirschbaum? Oh ja, das stimmt wohl. Nun, ich habe hektarweise Kirschbäume gefällt. Würdest du es mir mal demonstrieren? Warum sollte ich? Ich habe über die Kirschbäume nachgedacht. Am Sinieren über die großen Wahrheiten, hm? Nun? Ich wette, du hast es verlernt. Du könntest keinen Baum fällen, um deine Oma zu retten. Verlernt? Ich? Ha! Ich würde es dir schon zeigen, wenn ein Kirschbaum hier wäre. Aber wie du siehst, gibt es hier keinen. Ich fälle nur Kirschbäume. Ja. Familientradition, verstehst du? Nur Kirschbäume. Da draußen gibt es nichts außer Zedern und Kumquats. Entscheidender Hinweis, ne? So, wir reden mal nochmal mit ihm. Entschuldigung. Ja?
Wonach hältst du Ausschau? Die Zukunft unserer Nation. Diese Toiletten? Nein, nein. Ich bewundere nur mein Spiegelbild im Fenster. Genau. Schön, nicht? Ich hau jetzt ab. So, die Frage ist, machen wir das jetzt schon? Also, er fällt nur Kirschbäume. Das ist an dieser Stelle auch ganz wichtig. Wir wissen ja, dass wir Laverne irgendwie noch freischalten müssen. Die hängt ja gerade in einem Baum fest. Und Moment, wir können ja noch mal ganz kurz hier zum Fenster gucken. Cool. Da sehen wir aber hier einen Baum. Das ist wichtig für später. So, jetzt machen wir aber erstmal noch was anderes. Bevor wir uns um das Thema kümmern, gehen wir jetzt erstmal... Moment, erstmal haben wir hier wieder eine Mumie. Die gibt's nämlich auch in allen drei Zeiten. Cool, der Portier ist eine Mumie. Naja, gibt da keine Widerworte. Was denn los? Keine Lust auf Reden, was? Schweigegelübde oder so, richtig? Hey, das ist cool. Toller Hut, Mann. Dein Hut, der hat drei Ecken. Woher weißt du, welche Seite vorne ist? Ja, genau. Oder gibt es da Wettbewerbe für solche Klamotten? Gibt es verschiedene Hersteller? Ich bin an Qualität interessiert. Genau. Schön. Du willst nicht bei uns mitmachen, oder? Sag Bescheid, wenn du deine Meinung änderst. Okay. Ich habe etwas für Red Edison. Weißt du, wo ich ihn finde? Schön, mit dir zu sprechen. Ja, genau. Okay, dann gehen wir mal. Der wird ja wahrscheinlich in seinem Geheimlabor sein. Wo das ist, wissen wir ja. Dann gehen wir hier mal runter. Und da sitzt er. Red Edison. Sieht beschäftigt aus. Hey. Was gibt's? Du kommst mir bekannt vor. Natürlich tue ich das. Ich bin Red Edison, der Begründer, um nicht zu sagen der Besitzer dieses Gasthauses. Vielleicht hast du mein Bild mal in einem wichtigen Journal gesehen. Oder vielleicht auch nicht. Genau. Kennst du Ben Franklin? Franklin? Mit dem würde ich nie zusammenarbeiten. Er hatte eine blöde Idee über Brillen mit einem grünen und einem roten Glas. Dazu, damals waren 3D-Brillen so. Ja, die hatten also einmal einen grünen und einmal einen Rotfilter und dadurch konnte man dann unterschiedliche Bilder sehen, die dann einen 3D-Effekt machten. Was machst du da? Ich erfinde, du Dummkopf. Wonach sieht das sonst aus? Na. Was erfindest du? Das ist ein Stück Papier, welches von alleine an Dingen klebt. Ziemlich genial, muss ich schon sagen. Ein Post-it. Ich kenne jemanden, der sieht aus wie du. Tja, es ist keiner meiner Söhne. So viel ist sicher. Es sieht danach aus, als wäre ich, Red Edison, größtes Genie meiner Zeit, der letzte in einer langen Tradition von Erfindern. Meine nicht auseinanderzuhaltenden Söhne haben sich entschieden, Künstler zu werden. Ich glaube, es war jetzt Idee. Oder war es nett? Wie auch immer, der Linkshänder war's. Muss schlechtes Blut von ihrer Mutter sein. Schön. Was erfindest du? Das ist ein Stück Papier, welches von... Bis später dann. Vielleicht, wenn du deine Haare kürzer schneidest. Sehr schön. So, dann geben wir ihm mal die Batteriepläne. Super Batterie, was? Brillantes Design. Manchmal staune ich selbst über mich.
Jetzt brauche ich noch Öl, Essig und Gold. Na, so ein Zufall. Öl haben wir schon mal gefunden. Ah, exzellent. Das brauche ich für meine Superbatterie. Bürste, Wasser, Spaghetti, Dosenöffner. So, was braucht er noch? Öl. Achso, Essig und Gold. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Wir haben hier ein schwarzes Brett. Voll mit Plänen und Müll. Okay. Und dann haben wir hier noch einen Laborkittel. Er sieht mehr nach einem Regenmantel aus. Hey! Nur Angestellte dürfen den Laborkittel benutzen. So, ja, dazu müssen wir also Angestellter werden. Wisst ihr was? Das Rätsel lösen wir gleich mal. Dazu gehen wir nämlich hier mal auf Bernhard. Denn Bernhard hat in seinem Inventar ja dieses Aushilfegesucht-Schild, ne? Gucken wir nochmal kurz. Laborassistent gesucht. Fleißige Aushilfe gesucht, die Genie bei Experimenten hilft. Abitur nicht erforderlich. So, und jetzt ist das Geile am vierdimensionalen Denken, ne? Wir nehmen jetzt dieses Schild hier und geben das an Hogi. Ich benutze das Chrono John. So, dann gehen wir jetzt wieder zu Hogi. Hogi hat jetzt hier das Hilfegesucht-Schild und jetzt bewerben wir uns. Was ist das? Gesucht? Fleißige Aushilfe? Genie helfen? Nun, ich bin das einzige Genie hier und du siehst dumm genug aus. Genau. Also, nimm deinen Arbeitskittel und geh an die Arbeit. Jawohl. Palim, palim. So, und damit ist die Zeit für diese Folge auch schon wieder um. Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ahoi und ciao, ciao.